Ich grüße euch, Freunde, sein Titus und willkommen zurück zu Dead by Daylight zum Infovideo über das neue Developer Update. In diesem Video werde ich mit euch so die allgemeinen Sachen hier besprechen. Es gibt ein paar Sachen in dem Update, auf die ich spezieller eingehen möchte. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich den ein oder anderen Cut im Video sehen. Die Sachen, die ich hier nicht zeige, bekommen dementsprechend ein eigenes Video, weil ich da ein bisschen ausführlicher drüber sprechen möchte. Nun gut, fangen wir mal an mit der ersten Sache und zwar die Bots. Bots, wenn Überlebende die Verbindung trennen. Also, verlässt ein Überlebender die Lobby, also das laufende Match, egal ob bewusst oder unbewusst, dann wird es in Zukunft so sein, dass ihr eine Meldung bekommt, wo dann steht, Spieler XY wurde durch einen Bot ersetzt. Damit die Survivor noch die Chance haben, ein bisschen Progress zu machen und nicht, wie es zurzeit der Fall ist, die Runde geht los, der erste geht down, macht einen Disconnect und dann könnt ihr euch eigentlich auch selber in die Ecke stellen, weil die Chance sehr niedrig ist, dass ihr das noch rumreißen könnt. Mit einem Bot ist es vielleicht auch nicht hundertprozentig machbar, aber immerhin ein bisschen besser. Also eine sehr gute Entscheidung, wie ich finde, Bots einzuführen, wenn jemand leftet. Dann gibt es Feedback zu erfolgreichen Meldungen. Das kommt nun auch bei uns rein. Und zwar, wenn jemand gemeldet wurde, wenn er die Spielregeln verletzt, das heißt, Spielregeln verletzen, ja, zum Beispiel er cheatet, er benutzt Exploits, er belästigt andere etc., dann könnt ihr den melden. Dann könnt ihr in einem neuen Fenster sehen, wer gemeldet hat, also ihr und warum und wie lange, und wenn er dann gebannt wurde, wie lange wurde er gebannt und wenn er wieder entbannt wird, dann kommt er wieder zurück ins Spiel. Das könnt ihr alles in einem extra Fenster einsehen und damit ist auch mehr Transparenz geschaffen. Also zurzeit ist das alles sehr schwammig, keiner weiß überhaupt irgendwas. Und so wisst ihr immer, okay, jetzt weiß ich Bescheid. Na, zum Beispiel, ihr meldet jemanden, weil der hat gecheatet. Ja, Cheater werden perma gebannt, aber vielleicht war es so ein kleiner Exploit, dann kommt er irgendwann wieder. Und dann kriegt er die Benachrichtigung, ja, der ist jetzt, er darf jetzt wieder spielen. Oder ihr seht, wie lange der gebannt ist. Ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Änderung auf jeden Fall. Die ich sehr begrüße, weil dadurch, wie gesagt, Transparenz geschaffen wird. Damit man auch mal weiß, was überhaupt abgeht, wenn man Spieler gemeldet hat. Ja, finde ich, wie gesagt, sehr, sehr gut und besser wie jetzt. So, dann kommen wir zum ersten kontroversen Thema eigentlich im Dev-Update, nämlich beim Haken geschnappt. Die Entwickler wollen nämlich das Feature entfernen, dass der Killer den Retter ergreifen kann. Ja? Also wenn ein Survivor am Haken rettet und der Killer kommt, dann kann man ihn ja aktuell wegziehen, wenn der Retter in dieser Animation gefangen ist. Und das wird entfernt. Ja, der Killer hat keine Möglichkeit mehr, den Retter vom Haken wegzuziehen. Wie soll ich das finden? Was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich bin da, wie gesagt, ich halte das für keine gute Idee. Dann bekommt ein nagelneues Teil einen Nerf. Ja, es wird etwas genervt, da werden ein paar Zahlen verändert, dass es halt nicht mehr ganz so stark ist und damit nicht mehr ganz so frustrierend ist für die Killer. Finde ich eigentlich an sich sehr, sehr gut. Ja, dass das genervt wird, es ist ein sehr starker Zusatz, aber er bietet einfach auf 4 Survivern zu krassen Vorteil. Deswegen bin ich froh, dass der ein bisschen angepasst wird. Dann gibt es ein paar Anpassungen für ein paar Killer, darunter der Henker, das Gespenst und die Hexe. Dort werden bei Hexe und Gespenst einfach nur Add-ons angepasst. Da wird, wie gesagt, ein bisschen an Zahlen geschraubt. Und beim Henker wird eine Mechanik geändert, die dazu führt, wenn der Henker jemanden in den Boostkäfig gepackt hat und der Henker nähert sich auf 5 Metern diesem Boostkäfig, dann wird der Boostkäfig woanders hingepackt. Wie gesagt, man muss sehr, sehr, sehr nah dran stehen. 5 Meter muss man dran stehen, damit das passiert. Das konnten manche dann doch irgendwie umgehen, indem sie sich ein bisschen weiter weggestellt haben und konnten dann trotzdem Retter abfangen, die irgendwie den Gefangenen im Käfig retten wollten. Deswegen wird das einfach auf 10 Meter erweitert, die Entfernung, dass der Käfig dann woanders neu spawnt. Auf jeden Fall wichtig und richtig, um Camper zu bestrafen. Wie gesagt, dann gibt es hier nur noch ein paar Zusatzänderungen. Ja, das sind halt alles nur so Sachen, da werden ein paar Zahlen gedreht. Und zum nächsten neuen Ding, das Balance Update für die Coldwind Farm. Die Entwickler haben vor, sich die Maps jetzt nach und nach mal anzugucken.
und zu überprüfen, sind die überhaupt noch zeitgemäß oder müssen wir was verändern. Und als nächstes ist halt die Coldwind-Farm dran, da gibt es auch schon ein paar Bilder. Da wird das Layout überarbeitet, unter anderem halt beim verfallener Kuhstall und das Schlachthaus. Diese beiden Maps sollen überarbeitet werden. Man kann hier schon sehen, dass hier oben ist der Kuhstall. Man sieht, die Breakable Wall hier bei den Schränken ist auf. Dafür steht jetzt hier eine Gottpalette. Wahrscheinlich ist das Fenster dafür weg. Dann sieht man hier das Schlachthaus, was sehr, sehr offener wirkt. Man sieht hier auf einmal einen Durchgang, der ist aktuell nicht da. Hier hat man noch das Fenster und hier auch noch das Fenster auf der Seite. Also die Entwickler haben vor, diese beiden Maps wieder etwas umzudesignen, so ähnlich wie sie es auch schon bei Autohaven gemacht haben. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Und was mich am meisten interessiert bei solchen Map-Änderungen ist wirklich, profitieren beide Seiten davon? Also ist das besser spielbar für Killer und ist es auch immer noch gut spielbar für Survivor? Das darf man nicht vergessen. Das ist immer ein schmaler Drahtseilakt, der hier vollführt wird, wenn man so etwas ändert. Aber an sich finde ich gut, dass die überhaupt mal die Maps angehen und nicht einfach alles so lassen, wie es ist. Ja, also man darf da nicht immer zu hart ins Gericht gehen und manche Sachen sind auch meckern auf sehr hohem Niveau, darf man auch nicht vergessen. Ja, die Devs geben sich hier wirklich schon ordentlich Mühe, uns ein schönes Spielerlebnis zu liefern. Gut, das waren jetzt erstmal so die Basic-Sachen vom Developer-Update. Wie gesagt, es gibt noch ein paar extra Sachen, die möchte ich in einem extra Video behandeln, weil ich da ein bisschen mehr drüber sprechen möchte, was da so abgeht. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch gefallen. Wenn ja, ein Däumchen nach oben da lassen, fertig Kommentare schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall mit euch über dieses Update zu diskutieren. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.